So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und wir haben heute wieder was Besonderes vorbereitet. Wir möchten nämlich wieder einen Adi seinen Adventskalender aufmachen. Es ist immer noch besonders eigentlich. Nee, das machen wir ja jeden Tag. Wir wollen erstmal einen Adi sein Türchen aufmachen und dann natürlich wieder den Bier-Adventskalender. Der Adi sitzt schon wieder da hinten, der will schon wieder raus. Er kommt aber erst raus. Adi! Adi Schatz! Wenn wir, was ist heute eigentlich? Der 12. oder so? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja, ich muss es doch erstmal aufmachen. Ja, da sind schon wieder diese komischen Fische drin. Die wolltest du beim letzten Mal schon nicht. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Magst du heute die Fische? Ja? Was heißt das? Kein Fisch? Immer wenn die Fische kommen, hast du keinen Bock, oder? Kann das sein? Nö. Ich verstehe es nicht. Gut, Adi, wir machen es anders. Ich mache mal den Stöpsel hier rein. Ich tue die dir hier ins Waschbecken. Dann kannst du die in Ruhe essen. Habt ihr auch Fische im Waschbecken? Schreibt es mal in die Kommentare. Alles frisst er immer. Wenn die Fische kommen, hat er keinen Bock. Das muss was heißen. Auf jeden Fall hat sich der Adventskalender mega gelohnt. Jetzt brauchen wir aber das Türchen Nummer 12. Das liegt nämlich hier drüben. Und komm heute. Heute kommt der Boss, Alter. Oh mein Gott. Hier haben wir Kaiserbrauerei, ja? Kaiserbrauerei mit so einem Hopfen Motiv auf dem Deckel. Mach nochmal. Hat er mit den Fischen gespielt? Norman, was ist mit den Fischen? Hä? Junge, Junge, Junge. Ich weiß, was ist denn jetzt? Jetzt ist es hier runtergerutscht. Das sollte doch gar nicht so sein. Auf jeden Fall haben wir heute Kaiserbrauer. Was? Oh. So, der Boss hat sich auf jeden Fall gelegt und chillt heftig in der Hut. Ja, und chill. Ach, Adi. Der Boss in der Hut und wir haben hier Kaiser Brauerei Naturpilz, fein gehopft, Naturland, Bio, Kaiser, Naturpilz, Kaiser Brauerei Geislingen an der Steige mit, wie viel hat das? 4,9. Es ist auf jeden Fall kein dunkles, böses Etikett. Es ist kein überfülltes, heftiges Etikett, aber es sieht schon wieder so ein bisschen, vor allem dieses Papier, was so richtig, es wirkt so richtig alt, als würde es auf irgendeiner Banderole geschrieben sein. Ist an sich okay, aber der Stoff von dem Papier gefällt mir nicht. Es gibt ja manchmal welche, die sind wirklich auf weißem, glattem Papier geschrieben und sehen erfrischend und jugendlich aus. Das sieht trotzdem wieder irgendwie so historisch, ja? Dieses historische Bio-Bier auf diesem Altpapier geschrieben, da ist ja auch Bio, da haben sie schon vorher sich... Also auf jeden Fall Kaiserbrauerei. Ist schlicht, sieht an sich gut aus. Zwitschern die Vögel. Zack. Ist schlicht, sieht an sich gut aus. Fehlt mir aber trotzdem irgendwas Prächtiges fehlt mir noch. Ich würde sagen, trotzdem eine 4 von 5, okay. Weil es ist an sich ein nettes Etikett, sagen wir mal. Hat auch überall im Hintergrund, ist ganz wie so Tapetenmuster, ist überall der Hopfen da eingezeichnet. 4 von 5 fürs Etikett, ja. Wir müssen irgendwann wirklich mal die 5 erreichen, deswegen müssen wir jetzt schon hoch pokern. Als nächstes haben wir natürlich Schaum und Farbe. Das füllen wir wieder in unser Bier-Tasting-Glas ein. Einmal den hier. Und ihr wisst, ich stehe auf so eine richtig schöne, dunkle Bernsteinfarbe, die ich leider bei den letzten vermisst habe. Wenn das aber nicht so trüb ist, sondern trotzdem klar ist, erreicht das immer noch gute Werte. Da ist wieder die Hälfte vom Bier noch drin. Diesmal lasse ich es aber nicht alles rausschwappen. Wir gucken mal hier. Die Kohlensäure steigt auf, es blubbert schön. Bei euch sieht das dunkler aus als bei mir. Bei mir sieht es heller aus, aber glasklar. Glasklar, das ist wunderbar.
Für diese Farbe würde ich trotzdem, weil das... Nee, wir machen eine 3. Ich wollte sagen eine 4, aber mir ist das zu hell. Das sieht, hier unten ist das schon wieder fast komplett wässrig. Hier oben wirkt es ein bisschen kräftiger, goldiger. Goldiger. Aber 3 muss reichen. Wenn es jetzt noch trüb wäre, hätte es wahrscheinlich eine 2 oder eine 1. So reicht es auf jeden Fall damit. Jetzt haben wir die Schaumkrone, also 3, 4, 3 und achso, Geruch. Nicht Geschmack, Geruch. Riecht wie ein Bier. Beziehungsweise riecht. Weiß ich nicht. Ich sage einfach mal Geruch 2 von 5. Ich kann das gerade nicht beschreiben. Riecht mir nicht neutral genug, aber riecht auch nicht super gut. Deswegen. Weniger als neutral, deswegen nur 2 Punkte und so. Der Schaum wird immer mehr, oder? Kann das sein? Habe ich den jetzt durch mein Schnäuzen hochgezogen? Der hebt ja komplett ab. Komm mit, Schaum. Wir haben aber noch eins übrig. Was haben wir? 4, 3, 2. Ja, da fehlt Geschmack 1 und dann haben wir die ganze Reihenfolge durch. Wo soll man denn das jetzt trinken? Wir probieren jetzt einfach mal... Probier einfach aus der Flasche so lang. Wir probieren einfach mal aus der Flasche, wie das jetzt schmeckt, ne? Ich glaube, wir hätten es doch aus dem Glas probieren sollen, dann schmeckt es hoffentlich anders. Aber wir müssen den Schaum erstmal wegmachen. Also der Geschmack vom Schaum ist schon mal eine Null. Noch nie so berstigen Schaum probiert. Jetzt kommt es aber auf das Bier selber an. Okay. Im Gegensatz zu anderen, die so wässrig sind beim Trinken, die ihr gar nicht merkt, erst beim Absetzen, merkt ihr das schon während des Trinkens, was ja eigentlich ein Pluspunkt sein müsste, aber nicht, wenn während des Trinkens ihr schon ein schlechtes Gefühl oder einen unangenehmen Geschmack habt, dann setzt ihr ab und euch zieht sich einfach nur alles komplett zusammen. Also ich glaube, er hat es wirklich geschafft, die Reihenfolge weiterzugehen. 4, 3, 2, 1... Ich würde also für... kann man da eigentlich 0 geben? 0 von 5 gibt's das? Weiß ich gar nicht. Wir vergeben mal keine 0 bei nichts. 1 ist bei mir das Niedrigste, ja. Deswegen würde ich dem für den Geschmack eine 1 geben. Ich glaube, es gab es ja auch noch keins mit 1, oder? Gab es eins mit 1? Ihr wisst das, ich nicht. Ich trinke immer Bier, da merke ich mir nichts mehr. Gefällt mir nicht beim Trinken, gefällt mir nicht beim Absetzen. Ist einfach nur extrem bitter, obwohl das so ein schönes Etikett hatte. Vielleicht liegt es am Bio, vielleicht liegt es an irgendwas anderem. Ich habe keine Ahnung. Kann ich leider gar nicht empfehlen. Wer auf was Bitteres steht, kann sich das gerne mal gönnen. Das war's von meiner Seite aus. Kaiser. Das war wohl nix. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Oh, Jesus.